Hallo, mein Name ist Martin Kober und ich zeige Ihnen jetzt, wie einfach es ist, die Perlen bei der Alpenkraft zu wechseln. Sie brauchen nur einen kleinen spitzen Gegenstand, einen Behälter für die alten Perlen und natürlich die Original Alpenkraft Filterperlen. Die Alpenkraft besteht aus zwei Teilen, einmal dem Kopfteil und einmal dem Griffteil. Schrauben Sie nun den Griffteil gegen den Uhrzeigersinn vom Kopfteil ab. Entnehmen Sie diese kleine schwarze Dichtung, indem Sie mit einem spitzen Gegenstand diese Dichtung vorsichtig entfernen. Geben Sie nun die gebrauchten Perlen in ein Gefäß. Wir öffnen jetzt den Jahresvorrat an Filterperlen. Hier sind zweimal die Perlen für ein halbes Jahr enthalten. Wir nehmen jeweils ein rotes Päckchen Perlen und ein schwarzes Päckchen Perlen. Füllen jetzt die roten Perlen in die dafür vorgesehene Griffkammer. Wir legen den schwarzen Dichtungsring wieder in den Griff mit dem Sieb nach unten. Legen das zur Seite. Auch beim Kopfteil entnehmen wir diesen kleinen Sieb. Entleeren die alten Perlen. Und füllen die frischen Perlen wieder in den Kopfteil. Sieb drauf. Den Ring bringen wir wieder in die richtige Position und schrauben den Griffteil wieder auf den Kopfteil. Und schon haben Sie wieder die volle Filterleistung der Alpenkraft. Viel Spaß!